Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von tarifcheck.de, das kostenlose Online-Vergleichsportal für Versicherungen, Finanzen, Energie und Telekommunikation. Gucken wir mal noch ganz zum Schluss eine kleine Aussicht auf Spielberg. Was ist da zu erwarten? Kai, was erwartest du für Spielberg? Wer hat, was glaubst du, wer hat die Nase vorne? Ist das, klar, die Red Bull-Strecke? Wird auch Red Bull vorne sein? Also erstmal werden wir keine Pfiffe gegen Max Verstappen erleben, weil da reist halb Niederlande reist dahin. Da wird alles in Orange sein, da wird es wieder komplett orange Tribünen geben, also entsprechend eine Stimmung. Red Bull hat ein Heim-Grand Prix, Red Bull hat was gut zu machen. Die werden sich fest vornehmen, da zurückzuschlagen. Ich glaube, dass wir da wieder den Zweikampf Red Bull-Ferrari haben werden. Und jetzt muss Lewis Hamilton dann eben zeigen, ob er vielleicht etwas von dieser Motivation aus Silverstone, von dem Heim-Grand Prix, etwas von dieser kämpferischen Einstellung mit nach Spielberg bringt, dass wir da mit ein bisschen Glück sogar einen Dreikampf erleben. Marc, glaubst du, dass Mercedes auch eine Rolle spielen könnte kommendes Wochenende in Spielberg? Also im Rennen sind sie eigentlich jetzt auch die letzten Rennen immer stark gewesen. Aber grundsätzlich gehe ich mit Kai einig, es wird Ferrari gegen Red Bull sein. Letztes Jahr hat Red Bull da dominiert. Ja, Max hat beide Rennen gewonnen, es gab ja zwei letztes Jahr. Diesmal haben wir übrigens auch zwei, auch wenn wir es nicht rennen, da wir haben einen Sprint, ja. Also nicht vergessen, am Samstag zu schauen, da wird der Sprint ausgetragen. Das ist sicherlich immer ein Moment, wo man halt seine schlechte Leistung im Training korrigieren kann, zum Beispiel. Also, wir haben ein gutes Wochenende vor uns und ob Mercedes da wirklich mitmischt, ich denke, sie sind knapp dran, aber nicht so, dass sie um den Sieg mitkämpfen können. Welche Lehre muss Ferrari aus Großbritannien ziehen, damit sowas in Spielberg nicht passiert, nicht nochmal passiert? Da es schon dreimal passiert ist, habe ich wenig Hoffnung. Marc resigniert schon, Ferrari da anbelangt. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.